Caroline Guertenot, Milchproduzentin und Mitinitiantin der Initiative FAIR, die heute hier in Zürich vorgestellt und lanciert wurde. Bei welchem Milchpreis haben Sie sich entschieden, konkret und aktiv etwas zu unternehmen? Also für die Zukunft? Oder? Genau, für die Zukunft. Das wäre gut, dass wir 75 Rappen bekommen. Genau, dieses Label, das Label garantiert diese 75 Rappen, was also wird so an die Verarbeiter zur Verfügung gestellt. Was erhoffen Sie sich für die Zukunft mit diesem Label? Und wie werden die Milchproduzenten profitieren können? Also hoffentlich werden die ganze Schweiz dieses Label verteilt. Also, ja. Es ist sehr möglich, dass wir nicht die ganze Menge für dieses Preis verkaufen können, weil vielleicht nicht die ganzen Produkte von unseren Verkäufern können das haben. Aber ich hoffe, das geht gut und viele Produkte auf den Markt kommen. Mhm. Sie produzieren im Kanton Freiburg, in Trevoux produzieren Sie Milch. Wie wichtig ist für Sie die Milchproduktion und wie ist Ihr Betrieb aufgestellt? Also ich bin mit zwei Nachbarn in einer Betriebsgemeinschaft und wir haben ungefähr 70 Kühen, Milchkühen und auch fast das gleiche von Zuchttiere. Und ich habe die Kühe sehr gern, das ist meine Leidenschaft. Ja, genau. Und ja, das ist für mich wichtig, dass der Milchpreis ein wenig höher geht, weil sonst sonst müssten wir vielleicht einmal aufhören, wenn es nicht besser geht. Mhm. Im Moment habe ich keine Familie, bin ich ledig, ja. Aber so geht es knapp. Aber wenn ich eine Familie finde, es wäre nicht genug. Vielen Dank und bitte schön. Merci vielmals.